Hi Leute und herzlich willkommen. Heute ein schönes Thema, beziehungsweise, ja, was heißt schönes Thema? Mehr öliges Thema, und zwar Turan Ölverlust. Einige von euch können sich dran erinnern, und zwar habe ich mal ein Video gedreht und da habe ich gesagt, ich habe einen Turan, da habe ich am Samstag eine Motorwäsche gemacht, da stundenlang und ohne Ende Geld ausgegeben. Und es sind jetzt gerade 2 Tage vergangen und da ruft mich der Kollege an und sagt immer, ich habe Tropfen unter dem Auto. Lass uns jetzt gucken. Und da dachte ich, weißt du was, ich habe es letztens einmal erwähnt und das wird sowieso nichts, das ist bestimmt ein bisschen Öl, und jetzt hat er Öl unter dem Auto und jetzt wollen wir uns das einmal anschauen. Und zwar folgendes ist passiert. Auf einmal hat er, er sagte, es riecht irgendwie nach Öl und er hat Tropfen unterm Auto gesehen, und deshalb sind wir zur Motorwäsche gefahren, haben das gereinigt. Den Unterfahrschutz habe ich absichtlich abgelassen, damit man sich, ich sage jetzt einfach mal, nach einer Woche unter das Auto legen kann und gucken kann, ob irgendwo ein Tropfen hängt. Und jetzt hat er volle Pulle Tropfen drunter. Ich war mit dem Auto damals nicht auf der Grube zum Gucken, heißt also, ich habe nicht richtig von unten geguckt, sondern einfach nur von, mit dem Kercher so ein bisschen abgestrahlt, von oben so ein bisschen was an Öl weggemacht, war aber schon einiges auf dem Unterfahrschutz drauf. Das ist natürlich blöd, dass ich diese Motorwäsche nicht mitgefilmt habe, hätte jetzt genau dazu gepasst. Eigentlich habe ich da aber auch gar keinen Bock drauf, ey, da jetzt unterm Auto rumzukriechen. Und ich habe auch Rückenschmerzen und ich weiß gar nicht warum, ey. Ich verstehe das gar nicht. Irgendwas muss passiert sein, warum ich Rückenschmerzen habe. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, wir sind jetzt schon fast da. Wir kriechen unter das Auto und gucken uns einmal an, wo die Undichtigkeit sein kann. Und da bin ich auch schon echt gespannt, was es sein wird. Deshalb, Leute, wir sehen uns unterm Auto. So, also Leute, hier, ich habe mich schon mal schick gemacht. Mein Work Smarter, Not Harder Shirt angezogen. Folgendes, ich habe das Auto jetzt hier und wir schauen uns da einmal unter die Haube. Schauen wir einmal kurz rein. Und zwar ist mir da jetzt schon was aufgefallen. Schaut mal selbst. Also hier hat er schon mal so ein bisschen Öl. Da. Ne? Genau hier an dieser Tandempumpe verliert er Öl. Und unten am Getriebe. Also da könnt ihr jetzt gar nichts sehen. Da ist aber alles irgendwie nass. Da hört noch ein bisschen Licht dahin. So. Ja, nichts zu erkennen, aber wir gehen runter und gucken uns das Ganze von unten an. Denn hier oben auf dem Getriebe ist eine ganze Menge Öl und da denke ich schon, ist die Tandempumpe. Wir werfen aber direkt auch noch einen Blick auf den Turbolader. Vielleicht hat er ja auch noch irgendwas. Also Leute, hier. So sieht's aus. Alles total verschmockt. Hier ist Öl, hier ist Öl. Hier der Unterboden. Also das ist Katastrophe. Die Tropfen, die hängen hier, das müssen wir unbedingt abputzen. Und sogar hier am Ladeluftschlauch, hier hängt ein frischer Tropfen und es sammelt sich oben auf dem Getriebe. Das ist echt nicht schön, gar nicht schön, sieht nicht gut aus. Wir werfen mal einen Blick auf den Turbolader, boah, guckt euch das hier an. Turbolader, hier von unten vielleicht ein bisschen besser zu sehen. Ne, gar nichts zu sehen. Also da, der Turbolader da zu sehen. Hier, das ist das Alugehäuse. Hier ist der Ölrücklauf. Hier haben wir das Abgasgehäuse. Das, ja, ist ein bisschen Öl dran, aber ich hätte jetzt gesagt, das ist völlig okay. Ein bisschen verölt. Moment, hier. So, hier mal von unten die Turbolader, das Alugehäuse. Also ich hätte hier gesagt, das erste, was man hier machen muss, ist
die Tandempumpe, weil von der Tandempumpe aus, da läuft das Öl so runter. Also es sieht wenig aus, aber ich glaube, da läuft einfach eine Spur runter, die einfach da am Motor, am Getriebe sich verteilt und überall diese Ölflecken hinterlässt. Das ist also Katastrophe. Das ist ja nicht schon ein Ölverlust, sondern wirklich, zählt schon fast zum Ölverbrauch. Also echt viel, ja. Alles klar, wollen wir mal an die Arbeit ran. Teile bestellen und dann gucken wir mal, was wir machen. Tandempumpe oder einfach nur so ein Dichtsatz. Mal gucken. So, wir starten jetzt mal das Auto. Ich vermute, dass da hier irgendwo noch richtig, dass das hier die Stelle ist. Und deshalb, so, starten mal. So, jetzt habt ihr das gesehen, guck mal, der Tropfen und gleich kommt er und macht 3, 2, 1, blub, da ist er runtergefallen und hier ist die undichte Stelle, Leute, seht ihr das? Total voller Öl, alles verölt. So, Leute, gut, dass ich nochmal einen zweiten Blick riskiert habe, habt ihr das gesehen? Da tropft das Öl richtig raus, also mit dem Auto, da kann man gar nicht mehr rausfahren. Das ist viel zu viel Öl, was da verloren wird, ja, und da müssen wir sofort reagieren. Ja, solange Fahrrad. Gut, dass es jetzt gerade kalt geworden ist, morgens 4 Grad bis 6 Grad und abends ist auch nicht mehr auszuhalten. Ja, da ist genau das richtige Wetter zum Busfahren oder Radfahren. Also, kurzes Update an die Gewinner. Hier die Werkzeugkiste. Ich werde euch das mal zeigen, wie ich das hier jetzt einpacke, verpacke. Ja, im Hintergrund ist ein bisschen laut, denn heute ist nämlich genau 1. Januar 2019, wie ich versprochen habe. Ich mache das im Neujahr, es ist abends, die Kinder kommen nicht klar darauf, dass morgen schon wieder Kindergarten ist und kommen einfach nicht ins Bett. Naja, wie auch immer, Werkzeugkiste einmal runterschwenken, wir packen das mal zusammen ein. Hier ist übrigens das, was viele gesagt haben, Oberseite und hier die Unterseite, heißt also, man kann deutlich erkennen, wie rum der Kasten aufgemacht wird. Zack. Bei fast jedem Kasten, das ist unglaublich, bei fast jedem Kasten war die Nuss hier so oder fast draußen. Mal gucken, alles ist komplett. Und wir fangen an, einmal wollte ich hier mein Otto drunter machen, Schrauber. Thank you.
Zack. Schrauber. Dann habe ich hier so einen Aufkleber. Und das ist, Leute, alles selbst gemacht. So, den habe ich selber geplottet. Schaut euch das an. So sieht das aus. Das muss alles noch ein bisschen entgittert werden. Hier habe ich eine spezielle Methode, um das zu machen. Da gibt es so eine Transferfolie. So, die Kinder haben Spaß, bevor sie schlafen gehen. Zack. So, das mache ich einmal so. So, ich höre schon wieder im Hintergrund urheberrechtlich geschützte Musik. Der Klingelton von meiner Frau, vom Handy. Ich weiß nicht, ich glaube, die Aufkleber, die werden wahrscheinlich nicht wirklich lange halten, aber ist auf jeden Fall eine schöne Geste, weil, ja, das ist nun mal so ein Autoaufkleber, den habe ich mir, ne, den habe ich gar nicht gekauft, den habe ich geschenkt bekommen von Chris Autocare. Der hatte reichlich von dieser Folie über und hat mir, ich glaube, 10 Quadratmeter davon gegeben, deshalb eignet die sich gut zum Rumprobieren und Rumtesten. So, zack. Fertig. Dann holen wir das hier raus. So, schön. Schrauber. Und dann gibt es für jeden einmal einen weißen Schraubeaufkleber. Ich glaube, das könnt ihr so nicht erkennen. Einen weißen, einen schwarzen. Und ihr seht, ich habe es halt selber gemacht. Ne? Da fehlt zum Beispiel beim A, fehlt hier der Innenkern bei den einen jetzt. Kann ich leider nicht ändern. Habe ich nur 10 Stück von. Dann habe ich hier so ein großes YouTube-Schrauber. Und dann habe ich hier noch einfach so ein YouTube-Logo. Das legen wir rein. So sieht das Ganze dann aus. Und wird zugemacht. In die Kiste damit. Und dann ist auch schon wieder der nächste Kasten dran. So, Leute, und so in etwa läuft das. Als nächstes wird das verpackt. Ich glaube, das Verpacken selber werde ich jetzt nicht in einen Karton machen, sondern einfach, ich hoffe, das reicht aus, einfach so ein, ja, so wie Geschenkpapier, aber aus, ja, Karton. Karton, Geschenkpapier, ne? Also ich mache das einfach in so eine Folie rein und ich glaube, das sollte vollkommen ausreichen, denn die Dinger sind ja stabil genug. Und in Kürze solltet ihr das auch ja, nach Hause zugeschickt bekommen. Also auf jeden Fall noch im Januar.
Ja, ich werde mal schauen, dass ich unter irgendeinem Video oder so oder euch einzeln benachrichtige, vielleicht eine Versandscheinnummer, das wird mir zu kompliziert. Ich werde es euch einfach zuschicken, aber ihr werdet mir eine Info zukommen lassen. Gut, ja, das war's zu diesem Part.